Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lands of Lore Teil 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind eine kleine Echse und jetzt schauen wir mal, ob wir hier tatsächlich, ja, das sieht aus, als ob wir da reinkommen. Nett. Okay. Sonst war da nichts. Ich dachte, wir kommen ins Gebäude rein. Ah, voilà. Aber das war wohl nicht der Fall. Was ist das Feines? Reflektierender Plattenpanzer. Wow. Okay, das war's. Ich dachte, wir kommen ins Gebäude rein. Aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Ah, wir sollten noch warten, bis wir uns wieder umgeändert haben. Ja, dann könnten wir vielleicht mal... da hätte ich vielleicht auch aufschreiben sollen, wo wir schon überall gewesen sind. Wobei, kann ja nur der hier sein. Der hier. Ja, und das war's ja. Wisst ihr was? Ich glaube, halt mal, das war zu. Der war offen. Ich mach das jetzt anders. Ich mach das jetzt so. Jeder, wo wir schon gewesen sind, jeder da, wo offen ist, mache ich weg. Alle anderen sind jetzt quasi zu. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding. So haben wir bessere Übersicht. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns vielleicht mal Ebene 3 an. Was wir in Ebene 3 so alles finden. Weil es das... Ah. Falsches Gebäude. Das hier ist es. Ah, da ist aber auch sehr, sehr dunkel unten. Aha. Oh, und da sind Geister. Ob man hier wieder mit Prisma... ob die Geister überhaupt gefährlich sind. Das Problem hier unten, ich sehe so gut wie gar nichts. Ich glaube, ich esse jetzt tatsächlich mal so ein Ding hier dafür. Beziehungsweise können wir das Ding anzünden? Ah. Ah, und daneben sind auch nochmal welche. Dann schlug ich dieses Ding doch nicht, dann behalten wir das lieber. Ich einen Ausgang wieder finde, da ist er. Da wurden wieder irgendwie was gemacht, damit wir weniger sehen. Ja, das muss so ein Blindzauber sein oder sowas. Aber er ist schon wieder weg. Gut. Was ist das da? So, ja, mit den Dingern sieht man doch schon wirklich um einiges mehr. Oh. Ich weiß allerdings nicht. Vielleicht sind wir auch, ja, nett. Hängt einfach so eine Leiche hier herum. Okay, das scheint es ja gewesen zu sein. Da kommen wir wohl nicht durch. Na gut. Immerhin, der Weg ist ja schon mal frei. Oh, mit dem kann man es auch anzünden. Ich wollte eigentlich wieder hierher schalten und habe an alles verpeilt. Okay, die hier sind auf jeden Fall die
sind uns etwas feindlich gesonnen. So. Da ist ein Zaun. Da kommen wir nicht weiter. Ist hier irgendwo? Ja, da ist. Mal sehen, was wir hier so alles finden werden. Ah. Oh, das war auch wieder eng. Aber die Gegner hier, die sind doch relativ... Die sind relativ einfach. Also, sehr schwer sind sie jedenfalls nicht. Da genügen schon ein paar Schläge, um die zu erledigen, anders als... Ist hier irgendwas drin? Nee, das sieht aus, als ob da nichts wäre. Nee, das ist wohl nix. Alles klar. Hier wäre wieder so ein... Da haben wir ihn. Ja, die Geister machen uns blind. Dann dauert es wieder ein bisschen, bis wir wieder was sehen können. So. Nee, da scheint auch wieder nichts zu sein. Das heißt, eine Sackgasse. Hier kommen wir nur wieder hierher. Ist das was Interessantes? Nee. Nee, das ist nichts Interessantes anscheinend. Okay. Na gut. Dann haben wir diesen Teil hier mal fertig. Dann gehen wir erstmal wieder hierher zurück. Moment, wo geht's hier zurück? Da geht's zurück. Das ist der Ausgang. Ja, genau. Hier waren wir noch nicht drinnen. Ah, hier ist was zum Anmachen. So sieht man wenigstens auch ein bisschen was. Da ist nichts, wie es aussieht. Ups. Ah, da haben wir... Oh, ich glaube, wir haben aus Versehen die Zombies auf uns. Nee, doch nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt die Zombies auf uns gehetzt. War aber nicht der Fall. Da ist auch nichts. Also das ganze Labyrinth hier scheint irgendwie sehr viele Sackgassen zu beinhalten. So, hier waren wir glaube ich auch nicht. Aber ist auch noch eine Sackgasse, okay. Jetzt könnten wir, ich gehe nochmal hier runter. Hat man nämlich noch einen Weg noch nicht gehabt. Hey, langsam werde ich besser da drin.
Hallo? Ich will das Ding hier anzünden hier. So, so sieht es doch schon viel besser aus. Ja, also das Teil hier besteht aus sehr, sehr vielen Sackgassen. Ging es eigentlich raus? Ja, ging es, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Ausgang hier, oder? Ja, ich glaube, das war der Ausgang. Ich hoffe doch mal, dass das der Ausgang war. Ich habe keine Lust, hier im Dunkeln zu versauern. Da ist wieder so ein Kohlebäcker. Perfekt. Aha. Hier haben wir was Interessantes. Ich wusste doch, wir finden bestimmt irgendwas Interessantes. Machen wir erstmal hier Licht an. Bevor wir da reingehen. Okay, da geht's noch irgendwo, was weiß ich, wohin. Auf jeden Fall geht's da noch weiter. Beziehungsweise nein, geht's nicht. Alles klar, umso besser. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Auf jeden Fall ist da schon wieder so eine Glaskugel. Ich glaube, die sind wichtig. Was ich mir überlegt habe, im Magierturm haben wir ja so eine Ding gehabt. So eine, wie so eine Kralle, wo ich gesagt habe, da kann man sowas wie eine Kugel drauflegen. Ob diese Glaskugeln das sind, wo man da drauflegen kann? Ah ja, guck mal. Da haben wir genauso ein Teil wieder. Wir nehmen jetzt mal so eine Kugel. Ja, es geht. Und wir können es. Aha. Und jetzt haben wir eine gelbe Glaskugel. Steinquader. Ich könnte mir vorstellen. Ich habe doch auch gesagt gehabt, hier oben, dass wir was brauchen, bestimmt. Um diese Dinger aufzumachen. Und das ist bestimmt so eine Glaskugel. Und es hat bestimmt was mit dem Pfeilen zu tun. Ich bin aber nicht sicher. Haben die bestimmte Farben gehabt? Muss nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, hier können wir auf jeden Fall wieder herkommen. Wenn wir Glaskugeln brauchen. Und hier geht's noch weiter. Hier waren wir noch nicht. Na gut, dann kämpfen wir erstmal gegen dich hier. So, hatten wir hier irgendwo noch was zum Anzünden? Ja, hier. Da war was. Okay, dann gehen wir noch hierher. Ja, da gibt's nichts. Okay, das heißt, das war auch eine Sackgasse hier wieder. Bis auf das Teil. Dann haben wir auf jeden Fall, können wir wahrscheinlich schon zwei Kugeln machen. Und ich schätze mal, das werden unterschiedliche Kugeln sein. Ja, das werden wir sehen, sobald wir mal soweit sind.
Wir erkunden erstmal das Ding hier noch fertig. Und dann will ich mal ausprobieren, ob wir mit der gelben Glaskugel so eine Tür öffnen können. Bleib hier. Oh. Du greifst mich auch aus mal an. Oh. Stimmt. Prisma 2 war unsichtbar. War jetzt vielleicht nicht unbedingt das Geschickteste. Na ja, gut, was soll's. Ich wollte eigentlich einen Angriffszauber machen, aber gut. Hier ist nichts. Das ist eine Sackgasse. Naja, das hier ist auch eine Sackgasse. Okay. Dann sind wir hier im Norden schon mal fertig. Dann heißt es nur noch im Süden. Na, guck mal. Da hinten ist auch noch was. Und da kam man nicht durch. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt man doch irgendwie bei dem Zaun durch. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal fertig auf dieser Seite. Hier rüber. Und das war auch der Ausgang, jawohl. Alles klar. Ich hab's richtig markiert gehabt. Ja, die haben alles schön dunkel gemacht hier. Dass man gar nichts mehr sieht. Halt. Ein Glück kann man hier überall mal so ein bisschen Feuer wenigstens machen. Okay, hier ist auch nichts. Nö, da ist auch nichts. Hm. Also so langsam gehen uns die Wege hier aus. So, greifst du an, oder? Nee, es war nur der eine, wo ich angegriffen habe. Wahrscheinlich haben wir ja den aus der Szene angegriffen gehabt und deswegen, ja, hat das Ganze, hat er uns angegriffen. Das? Oh. Ah. Wow, das tat weh. Das tat schon ein wenig weh, was der jetzt gemacht hat. Ja, vorhin waren sie doch nicht so heftig. Hm, ja, egal. Okay, der letzte Weg, den wir hier haben, der führt da lang. Müsste dann hier sein, genau. Oh, Mist. Gut, das ging nochmal gut. Alles klar. Dann haben wir alles erforscht. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht haben oder wo wir noch durch müssten, wäre dieses Teil hier. Da kann man nicht über den Zaun durch. Aber vielleicht, wenn man eine andere in der Gruft oben so eine Teil aufkriegt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg weiter nach unten, wo dann auf der anderen Seite ist. Das sollten wir auf jeden Fall überprüfen.
So, jetzt gehen wir erstmal raus hier wieder. Ah, frische Tagesluft. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, wie sieht es mit dem hier aus. Wenn ich das jetzt anklicke, guck, das ist so gelb. Wenn ich jetzt so ein Teil, gelbes Teil nehme, dann kann ich es einmachen und, ah ja. Allerdings ist das gelbe Teil weg. Das heißt, das da ist auf jeden Fall wieder offen. Dann müsste ich mir die anderen Sachen auch mal anschauen, was für Farben das gewesen sind. Und liegt hier vielleicht noch eine Glaskugel rum oder war das jetzt eine Verschwendung von der Glaskugel? Da ist einer. Perfekt. Das wird mich ja ärgern, wenn das jetzt halt eine Verschwendung gewesen wäre. Oh, das wird mich ziemlich ärgern. So, okay. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Glaskugeln. In der Hoffnung, dass wir mal so ein Ding aufmachen, dass wir eine neue Glaskugel rauskriegen. Ich gehe jetzt, glaube ich, tatsächlich mal hin. Jedes Gebäude nochmal anschauen hier. Oh, Moment. Ich nehme mal mit. Das ist gelb. Dann schreiben wir das auch mal mit dazu. Dann weiß ich nämlich, wie viel Glaskugeln ich zum Beispiel auf gelb machen müsste. Das hier im Norden. Oh. Das ist auch gelb. Ja, vielleicht gibt es ja nur diese gelb. Dann wäre es ja auch egal, weil wenn wir in den Magierturm gehen. Ob wir da auch einfach nur eine gelbe rauskriegen? Ah. Oh. Die hier scheint komplett irgendwie zu sein. Die hat irgendwie gar keine Farbe. Ja, die hat irgendwie gar keine Farbe. Okay. Dann schauen wir noch nach den hier. Was ist das für einer? Das ist weiß. Oder blau. Ich war nicht sicher, ob das so ein helles Blau war oder nicht. Also es gibt auf jeden Fall definitiv verschiedene Farben. So, dann schauen wir die zwei noch an. Sind wir da schon? Ne, da. Ach, der war offen? Ach, der war auch offen. War der dann zu? Die waren beide offen. Okay. Aber der war zu. Auch gelb. Dieses Teil. Ja, anscheinend gibt es tatsächlich nur gelb und weiß. So, ich schaue jetzt nochmal nach, welche, was wir alles hier haben. Auch gelb. Das hier. Auch gelb. Nee, es scheint tatsächlich so zu sein. Genau. Ja, als Exe, das hat sich erledigt gehabt.
sind nicht reingekommen, aber haben doch was relativ Cooles entdeckt. Ach genau, das wollte ich ja auch noch schauen. Ob der besser ist als das, was wir haben. Hm. Auch gelb. Das ist wieder so ein Blau. Blau. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich blau. Das andere war eher. Das andere war hier eher, hätte ich gesagt, so weißlich. Hä? Symbol? Ah, ja, genau. Da habe ich ja das als erstes mit Symbol gekennzeichnet gehabt. Alles klar. Es ist auch wieder so ein Blau. Ich könnte mir vorstellen, dass es drei unterschiedliche Farben gibt. Und das hier ist wieder gelb. Ja, also da haben wir so ein weißliches gehabt. Da haben wir zwei blaue gehabt und der Rest war gelb. Ich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass, wo es gelbe ist, wissen wir, dass entweder das bläuliche oder das weiße in diesem Magierturm war, wo wir gewesen sind. Und, das blaue, das ist dann irgendwo, in so ein Gebäude drin. So ein gelbes Gebäude halt. Und das hier ist komplett zu, also das ist, das hat gar kein Symbol drin. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Dann gehen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal in den Magierturm zurück. Schauen uns da an. Machen da auf jeden Fall so eine Kugel. Dann können wir wieder zum Friedhof zurückkehren. Können wir mal schauen. Eine Sache will ich jetzt doch nochmal schauen. Sorry, das muss gerade sein. Welches war es, das da hinten war es? Das da war es. Ja, das sieht mir aus, als ob das weißer wäre als die anderen. Also, dass das so ein Ding ist. Also, so sieht es aus. Und die sehen. Gehen wir auf das hier. Ja, das ist eindeutig blau. Dann ist das eine weiß. Das heißt, wir haben zwei blau, ein weißes, zwei blaue. Und der Rest ist gelb. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Dann, wenn ich jetzt, wenn wir dann Magierturm sind und sehen, dass es blaue sind, dann werden wir gleich zwei machen. Wenn wir sehen, dass es nur ein weißes ist, dann brauchen wir nur eins zu machen. Und die restlichen kommen dann runter und dann wird da gelb rausgemacht. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee, das so zu machen. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich hoffe, dass wir in den Gebäuden auch weiterhin diese Kugeln finden, damit wir alle Gebäude aufkriegen. Gut, wie dem auch sei, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.